Herzlich willkommen zum folgenden Videobeitrag. Ich möchte dir heute einen kleinen Einblick geben bzw. einen Einblick gewähren in meine Marketingkampagnen, damit du auch ungefähr eine Vorstellung bekommst, wie letztendlich automatisiert das Geschäft läuft und natürlich auch damit du siehst, dass dies, so wie ich es persönlich auch vorlebe, auch letztendlich wunderbar funktioniert. Du siehst jetzt hier, ich bin jetzt hier eingeloggt in einen sogenannten CPC-Anbieter. Das heißt, hier bezahle ich immer nur für jeden Webseitenbesucher, also der auf meine Landingpage kommt, Geld. Also immer nur, wenn ich einen Besucher habe auf meiner Webseite, nur dann bezahle ich Geld. Und ich habe jetzt hier zum Beispiel hier oben drei Kampagnen aktiv. Und du siehst, dass die eine Kampagne, da bezahle ich pro Klick 21 Cent, bei der zweiten Kampagne bezahle ich pro Klick 20 Cent und bei der dritten Kampagne bezahle ich pro Klick 8 Cent. Jetzt wird der Laie wahrscheinlich sagen, dass die Kampagne mit 8 Cent die bessere Kampagne sein müsste, weil dort ja der Webseitenbesuch am günstigsten ist. Dem ist allerdings nicht so, denn wenn du hier schaust auf die sogenannte CPA, also CPA heißt Kosten pro Abschluss, also Kosten pro Lead. Das heißt also, jeder, der auf meine Webseite gekommen ist, auf meine Landingpage, sich letztendlich eingetragen hat, das ist denn der Preis, wie gesagt, den ich hier bezahlt habe. Und hier habe ich bei dem einen Keyword, was ich hier genommen habe, 1,76 Euro im Durchschnitt bezahlt. Das heißt, die letzten 9 Besucher, da habe ich nur pro Besucher 1,76 Euro bezahlt. Bei der anderen Kampagne habe ich bei den letzten 4 Besuchern 1,71 Euro pro Lead bezahlt und überraschenderweise bei der Kampagne, die den geringsten Klickpreis hat, also 8 Cent, habe ich bei gerade mal bisher 1 Besucher über 3 Euro bezahlt. Ergibt einen Durchschnittswert von 1,84 Euro pro Lead. Also das erste, was ich dir damit zeigen möchte, nicht immer ist der günstigste Preis auch die beste Werbung, sondern natürlich immer beispielsweise im Bereich Keyword-Werbung natürlich immer letztendlich das passende Keyword passend zum Anzeigentext und der Anzeigentext möglichst passend zur Landingpage. Und hier siehst du im Übrigen auch so eine Art, ja, nicht so eine Art, sondern es nennt sich auch so Qualitätsauswertung 10 von 10, 10 von 10. Das heißt also, hier ist das Keyword mit dem Anzeigentext und mit der Webseite perfekt stimmig. Natürlich, nicht ist perfekt, auch das kann noch weit optimiert werden, aber schon mal sehr, sehr stimmig und deswegen 10 von 10 Punkten. Und hier hingegen ist die Qualitätsbewertung nur 4 von 10 Punkten, also noch sehr, sehr optimierungsfähig. Ganz kurz vielleicht noch hierzu. Ich habe jetzt diese Kampagne gerade mal laufen seit 9 Tagen. Also ich habe hier noch nichts weiter optimieren können. Ich habe hier einfach mal blind drauf losgelegt und hier schon sehr gute Ergebnisse erzielt. Du siehst also, es ist auch bei uns möglich, einen Leadpreis von weit, weit unter 5 Euro zu generieren, zumindest wenn man die Landingpage benutzt, die ich persönlich empfehle, dann kann man das locker erreichen. Und wie gesagt, selbst wenn du einen Leadpreis hast, der bei 5 Euro liegt, auch dann mit dem System, was wir verwenden, was wir aufbauen, kannst du auch dort langfristig bzw. mittel- bis langfristig deine Ausgaben, deine Marketingausgaben auch relativ schnell amortisieren. Jetzt möchte ich noch als letztes einen Einblick kurz zu meinem E-Mail-System, also meinen Autoresponder gewähren. Hierzu nutze ich GetResponse, ist auch der Autoresponder, den ich auch jedem Teampartner empfehle. Ich benutze ihn selber auch. Und ich möchte dir hier einmal zeigen, ja, als erstes zeige ich dir mal letzten Monat, wie viele Leads ich dort auf meiner Landingpage folgeeinkommen.de generiert habe. Das waren 44 Leads. Und dieser Monat, wir haben heute gerade mal den 9.11. Dieser Monat habe ich also jetzt schon, obwohl nicht mal ein Drittel des Monats vorbei ist, schon 42 Leads generiert. Die habe ich natürlich nicht nur jetzt hier über diesen Anbieter generiert, sondern zum Beispiel auch über Newsletter-Werbung, die ich hier für die Landingpage erfolgreich einsetze. Also du siehst, das System klappt wunderbar. Auch ja, die Landingpage arbeitet wunderbar. Du kannst dir gerne mal die Conversion Rate ausrechnen. Hier, wie gesagt, 21 Cent beispielsweise von 1,76 Euro. Ist also eine Conversion weit über 10%. Also die Landingpages, die ich euch zur Verfügung stelle, die ihr gerne auch kopieren könnt. Ja, die Landingpages sind sehr, sehr gut, haben sehr gute, erzielen sehr, sehr gute Ergebnisse und ich bin jetzt auch wieder dabei,
Ja, das ist mein Ziel, eine Conversion von über 20% zu erzielen. Und das mit Vorname und E-Mail-Adresse sind sehr, sehr gute Werte, wenn man es vergleicht. Also man kann es nicht vergleichen mit einigen Leuten, die jetzt nur E-Mail-Adresse einsammeln, sondern wie gesagt, wir haben ja den Vornamen und die E-Mail-Adresse, also auch eine sehr hohe Qualität auch der Leads, die generiert werden. Und da ist schon eine Conversion-Rate von über 10% sehr, sehr gut. Ja, und jetzt stell dir persönlich vor, du hast einige Teampartner bei dir. Die kopieren das System mehr oder weniger genau wie du, und du hast beispielsweise von deinen Teampartnern, nehmen wir mal nur 5 Teampartner, egal ob du die Teampartner direkt gesponsert hast oder ob die Teampartner sich in deiner Struktur befinden, und stell dir beispielsweise vor, jeder davon generiert nur 20 Leads pro Monat, was jetzt sehr, sehr wenig wäre. Wie gesagt, ich habe jetzt hier beispielsweise für einen Lead unter 2 Euro bezahle ich aktuell, und sogar, ich muss dazu sagen, mit den Newslettern, die ich verschicke für die weiteren Leads, die ich hier generiert habe, habe ich sogar noch weniger pro Lead bezahlt. Aber wie gesagt, stell dir vor, nur ein paar Teampartner von dir duplizieren das in deiner Struktur und generieren nur im Durchschnitt 20 Leads pro Monat. Einer wird davon im Monat Teampartner. Was würde das für dich bedeuten an Differenzprovision? Du würdest dann in der Regel schon locker ein dreistelliges nebenberufliches Einkommen generieren, und das lediglich durch deine MLM-Tätigkeit. Und dann stell dir vor, wie gesagt, weitere Partner von dir duplizieren das Konzept. Und das ist ja das Tolle in diesem Geschäft. Hier muss keiner hunderte Leads pro Monat generieren. Das ist gar nicht notwendig. Wichtig ist nur, dass du das Ganze duplizierst. Und wenn jeder erfolgreich das Geschäft, was du vorlebst, automatisiert, dupliziert, dann wirst du hier sukzessive immer weiter dein passives Einkommen und das nahezu auf Autopilot aufbauen.